Ihr spielt den Multiplayer und wollt euren Gegenüber eine Notiz hinterlassen oder auf einem öffentlichen Server einfach irgendwelche Regeln oder so speichern und alle zugänglich machen für die Leute oder einfach Aufträge für nächste Aufnahme oder den Multiplayer-Kollegen mitteilen, was er dann demnächst machen soll. Dann gibt es diesen Notiz-Mod. Dazu einfach mal in-game die G-Taste drücken. Da steht rechts Notizen. Wenn wir nochmal G drücken, bekommen wir eine Maus und können hier die Notizen hinzufügen, wenn wir wollen. Klickt Notiz hinzufügen, dann können wir hier zum Beispiel schreiben: Notizname Test. Du sollst das machen, Junge. So, einfach so. Speichern. Dann steht das hier drin. Da oben kann man noch einstellen und tätigen, wer darf die Notiz hinzufügen. Jeder oder nur Admins, also auf dem Server zum Beispiel. Damit jeder irgendwas hinzuschreiben darf oder nur der Admin, also der als Admin eingeloggt ist. Ja, dürfen Notiz löschen, jeder Admin, dürfen Notiz bearbeiten. Anzahl pro Notizen pro Spieler, damit einfach nicht alles zugespammt wird, falls mal irgendwie öffentlich ist. Und ja, wer darf es bearbeiten? Der Steller oder jemand anders? So, an der Stelle sparen. Dann, die Notiz werden in Safe Game gespeichert, das heißt, solange ihr den Mod drin habt, sind die Notizen auch gespeichert. Tut den Mod raus, sind sie noch immer gespeichert, aber nicht mehr vorhanden. Ihr könnt sie nicht mehr aufrufen, weil ja der Mod nicht mehr da ist, um das aufzurufen. Tut ihr aber später wieder den Mod rein, sind die Notizen wieder da. Das funktioniert, also es wird trotzdem gespeichert. Ja, wie gesagt, einmal G, aha, okay, das jetzt zu machen, passt, mache ich. Und mach weiter. Wie gesagt, das kann jeder im Multiplayer auch abrufen, sofern es eben in den Einstellungen erlaubt ist, dass sie jeder sehen darf. Beziehungsweise, ob man sie bearbeiten darf oder erstellen darf. So kann man sich gegenseitig Notizen geben und im Multiplayer, zum Beispiel, wenn man auf dem öffentlichen Server ist, kann man so ein bisschen den anderen Spielern mitteilen, was sie machen sollten oder eventuell Regeln, die man befolgen sollte. Ja, das war's dann auch mal. Wir sehen uns bestimmt wieder. Haut rein!